Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten YouTube-Video auf meinem Kanal, liebe Leute. Wir sind heute ausnahmsweise mal nicht im Warzone, sondern im Multiplayer nach langer Zeit. Es ist ein neues Update gekommen mit einer neuen Karte im Multiplayer, die ich euch zeigen will. Und es gibt jetzt Feuergeschoss für die Modell-Shotgun, die würde ich gerne mal testen. Ich habe mir schon eine Klasse zusammengebastelt und muss jetzt noch 15 Kills kurz nach dem Nachladen machen, dass ich die sogenannte Drachenatem-Munition bekomme. Sollte, denke ich mal, schnell gehen. Ich schalte das schnell frei und wir sehen uns dann mit der Drachenatem-Munition hoffentlich im Game. 2000 Jahre später. Ich will mal testen. Verbrennt er jetzt? Nee. Bruder! Wow, Bruder, noch einer. Come on. Verbrennt. Er verbrennt nicht. Der Bastard. Verbrenn du wenigstens. Ah, der ist schon tot. Na, ich hab's nicht gesehen. Ja, irgendwie ab und zu verbrennen die, ab und zu nicht. Keine Ahnung. Ich muss mindestens noch ein Ründchen spielen, damit ich verstehe, wie die Munition funktioniert. Blöd gesagt, aber ich will mal sehen, aus welcher Nähe die verbrennen. Hier zum Beispiel? Ja, hier verbrennt er, okay. Komm, verbrennen, Bruder! Oh, Mann! Egal. Einerseits ist es echt gut, dass es nicht OP ist. Ich meine, ich spiele zurzeit eh kein Multiplayer. Also, ich bin wirklich im Warzone-Hype, sage ich mal. Ich habe extrem Bock auf Warzone und spiele es auch nur. Also, von daher juckt es mich auch nicht, wenn die Shotgun OP wäre. Aber wenn ich dann wieder mal in Multiplayer reinschaue, ist es halt vom Vorteil, wenn es nicht so OP ist, irgendwas. Also die 725 ist zum Beispiel noch immer nicht gepatcht. Da hält sie auch der Gegner gerade in der Hand. Oder ein Teammate von mir. Mal gucken. Wir sehen uns in noch einer Runde. So, liebe Leute, neues Ründchen. Kleines Fazit zu dieser Kandor Hideout-Karte. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Also hier genau, wo ich jetzt spawne, hier ist gefährlich, weil es etwas offen ist. Wenn da wer snipt oder so, hat er dich ganz schnell weg vom Fenster. Aber ansonsten, die ist klein, kompakt, gefällt mir ganz gut, die Karte. Erinnert mich ein bisschen an Shoothouse, weil sie klein ist, echt klein. Und wir brauchen viel mehr Maps, die klein sind. Ich challenge den mal. Bruder, mit dem jetzt nicht gerechnet, ha? Ich habe mir mal den Vitol eingepackt. Mal schauen, ob ich ihn erreiche. Okay, ich verstehe. Ich will es mal von seiner Sicht ansehen. Okay. Ah, ist verbrannt, okay. Also ich spiele generell mit Shotguns nicht, aber das ist so, ich sag mal, so eine Spaßsache. So einfach ein bisschen zum Spaß haben. Natürlich fuckt die Gegner ab, mich wird's auch abfucken, wenn irgendwer mit Shotgun spielt und dann noch mit solchen Shotgun-Patronen. Aber ich mache es ja nur fürs Video, also intensiv spielen werde ich damit bestimmt nicht. Da ist einer. Oh, Bruder, verbrennen, ich hab dir 2 Hits gegeben. Also ihr seht, es ist wirklich nicht OP. Es ist gut ausgeglichen. Und sogar, vielleicht sogar, ich würde mich trauen zu sagen, dass es sogar schwächer ist als die normalen Patronen. Es ist irgendwie... Bruder, was für eine Lobby bin ich hier? Verbrenn, du Bastard, dir gehört es. Was? Bruder, der wurde so weggeschleudert. Kommt, Jungs, wo seid ihr? Aber das ist ein Fail, Leute. Also, ich weiß nicht, warum man hier nicht rein kann. Also, ohne Spaß. So, Jungs, neue Runde, neues Glück. Ich hoffe, jetzt wird's was mit der Vitol. Ich glaube, ich sollte mich eher so Close Quarter bewegen. Also, hier so, in diesem Haus, in diesem Bereich. 2, Bruder. Oh, hab ich euch. Da ist noch einer. Hab ich dich auch. Bruder. Da kommt noch einer. Habe ich dich auch, Bruder. Drohne, komm. Da kommt noch einer. Wo ist der Typ hin jetzt, oder? Wie gesagt, Freunde, Shotguns sind einfach OP. Nein, ich habe veraimt. Schade. Ich hasse Hauptquartier nur wegen diesen Spawnen. Wenn wir das Hauptquartier haben, kannst du einfach nicht spawnen, Bruder. Das nervt extrem. Egal, Vitol haben wir schon mal raus. Dahin, da bewegen sich mehr Leute hin, würde ich sagen. Ja, Jungs, die Karte gefällt mir eigentlich wirklich sehr gut. Es ist klein gehalten, ihr könnt es sehen hier. Erinnert mich ein bisschen an Shoothouse. Und ja, drei Wege-System. Man kann links, rechts und Mitte gehen. Und ja, also mir gefällt sie echt gut eigentlich und... Haben die gut hinbekommen, würde ich sagen. Ja, das war wohl nichts mit dem Schießen, wenn du nachladest.
Komm schon, Headshot. Nein, nein, nein. Wohin, Bruder? Langsam. Oh, Jungs, 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 Jungs. Da kommt einer. Ich habe mich umgedreht sogar. Ich habe gewusst, er stirbt einfach. Er wird einfach sterben. Ich habe es gewusst. Bruder, verbrenn doch. Da ist noch wer. Mit Claymore sitzt er hier. Ja, 36 Kills, Tode will ich gar nicht wissen. Werden wir gleich sehen. Aber ja, war eine ganz nice Runde. Und ja, die Shotgun, wie gesagt, sie ist nicht OP. Ich würde nicht sagen, dass sie OP ist. Es ist einfach, Shotguns sind einfach stark in diesem Spiel. Und ja, 36 zu 19. Wie gesagt, ich will nur die Shotgun testen. Ich will hier nicht eine Nuke reißen mit ihr oder was auch immer. Auf jeden Fall, ja, ist so, ist mal was anderes. Ist spaßig ein bisschen, dass sie sowas reingeklatscht haben. Es ist nicht OP, es ist gut ausgeglichen, würde ich sagen. Und von daher ist es ein ganz gutes Ding. Das wär's wieder mal mit dem heutigen Video, meine Freunde. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Im Hintergrund seht ihr noch das Klassensetup, mit dem ich gespielt habe, falls es den einen oder anderen interessiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar und eine Bewertung da lasst. Um mich auf meinem Weg zu supporten, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um nichts rund um Modern Warfare bzw. Warzone zu verpassen und um generell keine Videos von mir zu verpassen. Freunde, ihr könnt doch kein Video von mir verpassen. Also abonnieren, Glocke aktivieren und ihr macht mich glücklich und supportet mich auch noch. Also was will man mehr? Das wär's von mir, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ich bin raus und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.